Yo, Moose. Stop the car right here. There they go. All right, give it here, give it here. Oh, man, let me do it. Cool. Nice, I want to do it. Stay in the car, man. Stay in the car. Stay in the car. Good. Hi, officers. We had a flat tire back there. Do you think you guys could help us out? Nah, that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, you know, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, could you tell me what your job is? Right now, my job is eating these donuts. Or maybe... Hey, wait a minute. Aren't you... Yeah. Das ist schon Iron. Als das dran ist, das steht auf dem weiteren Verlauf für alles gelöst. Das ist doch ziemlich gut. Ja, deswegen sagt die Schrittweise. Also dann geht's ja weiter. Zwei Männer, drei Arme. Was verstehen wir denn darunter? Ja, das ist natürlich so, dass ich bin der Martin Fromme. Und zwar bin ich natürlich behindert. Das sind die drei Arme. Der linke Unterarm fehlt. Seit der Geburt. Und wir machen da derben Schabernack drüber. Und ja, macht einfach Spaß, wieder drüber auch ein bisschen so an die Grenze zu gehen. Klang interessant. War von der Platte, war nicht von uns. Wolf und Dark im Studio, Dance to Trance. Das war Freaks aus der LP Moon Spirits. Was war das jetzt am Schluss? Hat mit euch nichts zu tun. Doch, ist ja unser Stück. Ja, aber ich meine, wie kommt das jetzt da drauf? Weil du sagst gerade aus dem Radio. Ja, das war ganz zufällig. Wir haben im Radio gedreht und wollten halt Effekt auf die Stimme und haben halt so EFN-Radiosprecher und ganz. Und dann haben wir einfach rumgedreht am Radio und auf einmal war das. Und das hat euch gefallen. Ja, dann haben wir das einfach mal aufgenommen. Auch, wir dürfen da nicht so viel drüber reden, dann ist es ja noch ärgern. Nein, würde ich nicht sagen. Öffentlich ist öffentlich. Freaks, worum geht's in diesem Stück? Nee, das ist das. Nee, worin geht's da jetzt in dem Stück Freaks? Hat das jetzt immer so? Zwei Männer und drei Arme. Naja, ich weiß auch nicht genau. Also, ich glaube, dass ein Behinderter ist, der irgendwie drei Arme hat. Und den haben sie halt ins Studio oder beim Radio geholt und hat sich mit dem unterhalten. Und da habt ihr dann einfach ein Lied draus gemacht? Ja, und die haben sich halt so lustig unterhalten und so. Und dann haben sie gesagt, Mann, das ist der Hammer. So wird man inspiriert für neue Ideen. So, jetzt spielen wir noch ein Stück von euch, und zwar Remember Exxon Valdez. Und Exxon Valdez, wer weiß das nicht, war dieses große Tanga-Unglück, was ziemlich viel Sauerei angerichtet hat. Dark, da kennst du dich auch so ein bisschen aus, weil du machst so ein bisschen Umweltschutz, würde ich sagen. Dich regt sowas zumindest auf, sag ich mal. Ja, dich lässt nicht kalt. Nee, absolut nicht. Deswegen, wie gesagt, halt, wollen wir halt mal ein bisschen eine Message rüberbringen, mal ein Stück. Ich meine, so bei der LP jetzt, das Freaks oder... Nee, so See Together, das machen wir aus Spessi halber. Aber wenn wir was machen, auch, oder wenn wir eine konkrete Idee haben, und dann wollen wir das auch den Leuten rüberbringen. Ne? Und deswegen haben wir das auch Remember Exxon Valdez genannt, dass die Leute halt wissen, an was sie denken müssen, an diese Stücke. Das ist halt auch ziemlich traurig, ja. Wie geht denn ihr so an die Produktion ran, wenn ihr irgendwo anfangt? Weil irgendwann fängst du an. Und du hast jetzt ein eigenes Studio, Rolf, in Frankfurt. Mhm, und ja. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, die meisten fangen immer mit dem Demo daheim am Computer an, dann sagen sie irgendwann, wo ist ein Produzent. Aber wenn du jetzt einen Titel anfängst. Mhm. Ja, also das ist ganz unterschiedlich, wie man da anfängt. Das kann also so sein, dass ich irgendwie, sagen wir mal, eine Idee habe, ein paar Chords oder so. Oder dass der Dark ankommt mit irgendeinem Sample, zum Beispiel bei dem I Will Fight No More Forever. Da hat er diese aus dem Film wie hieß der nochmal? Der Film? I Will Fight No More Forever. Aus dem Film hat er da also die entscheidende Szene gehabt auf Tape, und daraus haben wir das Stück entwickelt. Und es ist also ganz unterschiedlich. Es kommt immer drauf an, woher gerade so der Kick kommt, die Inspiration. Ne? So entstehen dann praktisch eure Stücke? Ja. Alles ich glaube, das ist bei den meisten Leuten nicht anders. Ne? Es ist ganz unterschiedlich. Manchmal auch nur einfach aus dem Groove heraus, ne? Entwickelt sich das dann. Also Power of American Native zum Beispiel, da ist uns schon gar nichts mehr eingefallen. Da haben wir gesagt, komm, wir machen was mit Panflöte und einfach mal rumprobiert. Und wumms war das Ding da? Ja, also diese Melodie mit der Panflöte, die kam ganz am Schluss, ja. Die habt ihr ja also so ein bisschen wieder aktuell gemacht, die Panflöte jetzt, ne? So, ja, würde ich sagen. Naja, also das ist schon aktuell eigentlich. Ja, es gibt aber einige, die war so ein bisschen Enigma hat so ein bisschen das noch drin gehabt damals, aber dann nicht so wie ihr. Und dann das war keine Panflöte, das war eine Shakuhachi. Jetzt habe ich endlich mal einen. Wie heißt das Teil? Shakuhachi heißt das. Endlich weiß ich, wie das heißt. Ich habe mal gesagt, das Ding finde ich so gut, da wusste ich nie, wie das heißt. Das ist wieder Gabriel Sound, ist das, oder? Ja, das ist, ja, ungebildet bin ich. Der Rolf hat mit Shakuhachi, ganz Shakuhachi. Wo ich nachher unbedingt aufschreiben. Studio gehabt, der hat das gespielt. So. Ja, ne, das war fantastisch gespielt. Gut, aber ihr seid dann doch lieber für die Panflöte gewesen. Wir sind für die Panflöte gewesen. Ist aber auch ein ganz markantes Stück. Und zum Schluss ist es erst reingekommen, hast du gesagt? Ja, also wir hatten das Stück eigentlich fertig
Und da haben wir gedacht, mein Gott, da fehlt irgendwas. Wir müssen da noch was reinpacken. Nee, 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 das war anders. Oh. Jetzt gibt's Streit. Uns ist nichts mehr eingefallen. Komm, wir gehen was essen, sehen wir weiter. Und an dem Tag ist uns nichts eingefallen. Und am nächsten Tag auch nicht. Dann lass ja die Arbeit auch ruhen dann. Lassen wir es ruhen. Und da haben wir dann nur das Grammgerüst eigentlich gehabt. Ja, mhm. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, am nächsten Tag machen wir das. Und das war irgendwie so auch der Kick. Ja. So, jetzt haben wir noch was von euch, und zwar Remember Exxon Valdez, und dann sind wir weiter. Herr Maximal am Samstagabend, Ausgabe 27.02. und im Studio Dance and Trance. Was wir gerade gehört haben aus der LP Moon Spirits, erschien übrigens bei Intercord auf dem Label Blow Up, Remember Exxon Valdez. Das war so ein bisschen was zum Erholen, ne? Mal sagen so. Naja. Spielst du sowas auch im Dorian Gray Dark? Natürlich. Also das kommt. Ja, auf jeden Fall. Wird auch gut angenommen. Jetzt spielt alle unsere Stücke im Gray. Sonst würde ich keine Musik mehr machen. Wenn ich nicht spielen kann, da. Sehr klar. Da hast du ja auch das optimale Umfeld, um zu testen, ne? Ja. Kann man sagen, nach wie vor. Du bist morgens von 5 bis mittags um 12 da. Ja, halb 12. So. Ich habe ihn mal irgendwann gefragt, dann waren wir zusammen auf Tour, wenn ich erinnere, letztes Jahr, mittlerweile schon fast vorletztes Jahr. Da kam er nach Köln, legt auf, sagt, ich muss nachher nach Frankfurt, lege ich auch noch auf. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wann schläfst du? Sagt er, am Monatsende. Mhm. Wie machst du das heute? Ja, immer noch so. Also gibt es wirklich schon mal Tage, wo du gar nicht in der Falle bist, oder was? Ach nee, schon. So pendel schon, aber ich gehe halt nicht mehr viel weg. Ich lege halt auf und fahre von Party zu Party. Und den Rest bleibe ich zu Hause. Halt, ne? Und am Monatsende wird geschlafen. Genau. Jetzt mal so 2-3 Tage frei und dann Tür zu. Wolf, jetzt macht ihr nicht nur Dance to Trance, sondern auch Peyote, kommt auch von euch, seid auch ihr zwei gewesen. Und da gibt's, das haben wir vor ein paar Wochen übrigens gespielt, Peyote mit Alcatraz, sollte eigentlich anders heißen, nämlich Happy Birthday, hat gerade Doug erzählt, ist falsch draufgeschrieben worden. Gibt's da in Zukunft irgendwas Neues noch? Weil es war ja auch sehr erfolgreich. Ja, schon, aber wir haben halt da ein bisschen Stress mit dem Label, ne? Mit dem belgischen R&S-Label, ja. Und die lassen uns da ein bisschen hängen und so, und dann, ich weiß nicht, ob wir überhaupt nochmal eine Peyote machen werden. Das wäre eigentlich schade, weil... Das wäre echt schade, aber... Das ist sehr gut angenommen worden, ne? Ja, die läuft auch sehr gut, aber... Jetzt gibt's so eine kleine Anekdote aus deinen Auflegezeiten, wenn du Musik machst, Dark, und du hast ja erzählt, wann war das in Köln? Letzte Woche? Mhm. Da ist was passiert. Vorletzte Woche. Also auch in Diskotheken, wenn Dark auflegt und wenn die Abmischung von Rolf Elmer kommt und die Bassdrum richtig hämmert, kann's gefährlich werden. Warum, Dark? Erzähl. Ja, unsere Bassdrum halt bei der Power of American Native ist halt ziemlich heftig, ne, und ich... Da ich halt auch dafür bekannt bin, ziemlich laut zu machen, habe ich bei dem Stück in Köln im Yokodo Stichflamme aus dem Bass rausgekommen, ja, und hat einen armen Klapper voll die eine Seite vom Kopf verbrannt und Haare abgesenkt und ein bisschen Panik gewesen im Laden. Ne? Und dann ist auch mit dem Notarztwagen abgeholt worden. Das heißt praktisch nur, weil du so laut gemacht hast und hast die Box aufgerissen. Und das ist die Bassdrum auch, die knallt halt tierisch. Ne? Und es hat das Ding so heiß geworden und weggeflogen. Irgendwie, ja. Also das konnte es auch nicht glauben, aber das war wirklich so. Sollte man eigentlich drüber lachen, aber ich meine, das ist dann praktisch so das Ding, wo dann die Leute in der Box hocken und dann irgendwann, gar nicht, ganz normal. Ganz normal, ja. Mein lieber Mann. Ja. Aber bei euch im Greyhound die Leute auch mal in der Box. Ja. Weil sie sind ein bisschen geschädigt. Mhm. Und irgendwann werden sie dann Herzrhythmusstörungen haben. Vor allen Dingen, wenn dann die Platten wieder von Dance and Trance kommen, nicht wahr? Mhm. Und der Rolf Elmer Bass richtig reinknallt. Wollen wir das Peyote mal anhören? Mhm. Was eigentlich Happy Birthday heißt, aber auf der Platte Alcatraz heißt, weil es ist mindestens ein genau gutes Stück. Man erkennt euch auch drauf, dass ihr das seid. Deswegen spielen wir es auch. So, das war die aktuelle Peyote Dark. Und Rolf, die Alcatraz heißt auf der Platte, aber eigentlich sollte Alcatraz ja was ganz anderes sein, ne? Du hast das mal besucht, das Gefängnis? Ja, schon öfters. Aber nicht als Insasse, nee. Weil das gibt es ja nicht mehr. In San Francisco, vielleicht auch deswegen der Titel Hell of San Francisco? Hängt das eben so ein bisschen damit zusammen? Ja, ich fahre halt tierisch auf die Stadt ab und habe viele Freunde da und fahre oft hin. Deswegen. Und dann kommt er zurück und sagt, Rolf, wir machen jetzt ein paar neue Songs. Ich bin mir voll in den wenn ich da was was sein. Wir müssen jetzt den Urlaub verarbeiten. Ja. So. Was hört ihr eigentlich privat gerne, Rolf? Oh, also ich weiß nicht, wie lange deine Sendung geht. Also das. Also Sachen, ein paar Sachen. Also ich muss ehrlich sagen, ich höre in letzter Zeit unheimlich viel so Ethnomusik, also aber Original-Ethnomusik so. Ich habe zum Beispiel irgendwie unheimlich viele Platten jetzt
gekauft aus der Mongolei. Da gibt es so Obertonsänger. Das ist was ganz Verrücktes. Das muss man sich einfach mal anhören. Das kann man überhaupt nicht beschreiben. Das hört man vielleicht dann demnächst in euren Produktionen, ne? Das kann gut sein, ja. Könnte sein. Auf jeden Fall, das ist also unheimlich so chillig und unheimlich beruhigend. Und das ist eigentlich das, was ich momentan sehr, sehr gerne höre. Das hört man ja auch so ein bisschen bei euch dann. Ja, doch, doch. Wenn man die LP anhört. Was hört der Dark so gern? Ich meine, du bist ja der Trend-Spezialist. So mit dem ganz harten Kram magst du gar nicht so richtig was anfangen? Nee, auch privat höre ich kaum. Also ich höre mal montags, dienstags höre ich schon mal Grey Tape an nochmal. Aber ich höre meistens so Late 60s, Early 70s, so West Coast Sachen höre ich am liebsten. Guck so mal da. Jefferson Airplane, Birds und Crosby, Stills, Nash & Young. Das ist interessant, ne? Wenn man so das überlegt. So und dann höre ich auch wieder gern richtig Heavy Metal, halt Metallica höre ich gern und Suicide. Abends lege den harten Dancebeat auf und tagsüber ist er der Headbanger. Ja. Nee, so muss man das nicht sagen, aber so ähnlich, ja? So ein bisschen. Was steht bei euch jetzt in Zukunft an? Was habt ihr geplant? Also jetzt kommt erstmal ein Video und Remix von PAN, von Power of American Natives. Wie soll das Video aussehen? Habt ihr schon so Vorstellungen? Ja, das ist also auch schon fast fertig. Also das wird so eine Mischung sein aus computeranimierten Sachen und dann aber auch so, muss mal gucken, ob die das noch reinmachen, ob sie noch reinkriegen, Aufnahmen von Arizona und von der Sängerin, also von der Linda. Aber ihr seid gar nicht drin zu sehen. Ihr habt euch versteckt gehalten. Nö, ja, auch wer will denn schon da drauf fressen sehen? Ne? Ja, komm hier mit der schicken Jacke und da hat der ganz typische mit der Mütze. Weil man sieht ihn ja nie ohne Mütze. Bist du überhaupt schon mal irgendwann... Ach, natürlich. Ich hab noch nie ohne Mütze gesehen. Ah, ja, gut. Wir haben so lange nicht mehr gesehen. Ja. Das wird sein. Gut, dann hören wir jetzt noch ein Stück von euch. Das heißt, es ist Nummer 4 auf der LP. Das kannst du jetzt nochmal ansagen, Doug. Sit Together. Sit Together heißt es. Worin geht's in dem Stück noch ganz kurz? Ja, das ist auch eine Message, die man ganz klar versteht eigentlich schon. Man muss mal reinhören. Gut, dann werden wir es jetzt tun. Das war's nämlich auch wieder für heute, sonst kriegen wir es nicht hin. Danke, dass ihr da wart. Und wir hören von euch. Und wenn es was Neues gibt, dann hoffe ich, dass es hier ankommt. Ja, nicht wahr? Das war's, Dance to Trance im Studio. Am Mikrofon war Tilman Uhrmacher. Jetzt gibt's noch was aus der LP Moon Spirits von Dance to Trance. Sit Together. Bye-bye. Paul van Dyk und das Stück How Much Can You Take. Ich habe, wie gesagt, jede Menge Besuch hier im Studio, weil wir feiern. Hallo, hallo. Unter anderem ist auch Jay Supreme, der Artist von Culture Beat, da und der hat jetzt was zu sagen. Hi, this is Jay Supreme from Culture Beat and you're listening to Torsten Finslow on HRR3. We'd like to thank all of the HRR3 supporters, all of the listeners out there for supporting Culture Beat, the album, and the single Mr. Vain for making it number one in Germany. And we'd like to thank the HRR3 personnel at the station. Thanks a lot.